Willkommen im lieben Wildlife Park, drei Freunde hier. Willkommen auf der Insel, mal wieder, ne? Wir haben ja letztes Mal fleißigstens Savannengras gestreut. Savannengras ist unser Freund, ne? Nur die Scheiße ist, der Freund verpisst sich ziemlich schnell. Das heißt, das Ganze versteppt hier relativ zügig. Deswegen, man kann gar nicht genug Savannengras hier. Das ist. Ne, unsere Tiere sind dann auch fürchterlich was am Abfrieren. Ich gucke jetzt mal überall, wo ich hier noch ein bisschen was nachstreuen kann. Das ist, ne? Alles wird am Frieren. Wir haben, was weiß ich, glaube ich, Juni, habe ich das richtig gesehen habe, ne? So, Tiere sind auf 62,5%. Das ist schon gar nicht ganz schlecht. Ich gehe nochmal meinen üblichen Savannengras-Rundgang, ne? Das müssen wir leider machen, sonst, guck mal, hier ist alles schon wieder am Versteppen. Das ist ja unglaublich. Ne, da komme ich ja direkt aus dem Ruhrport. Da komme ich ja ganz schlecht drauf. Ne, das ist ja, das ist... Gut, aber guck, du hast zumindest die richtige Boden ist ausgetrocknet, aber du hast ja zumindest Erdreich, ne? Können wir mal ein bisschen nachschießen. Flum, dum, 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 dum. Manchmal funktioniert das ja. Zim, 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 zim. Aber gut, ist natürlich Sommer, ne? Das ist Juni, ne? Und wenn, jetzt Juli. Die sind am Trocken. Ihr seid alle am Frieren, Freunde. Wie kann man denn hier am Frieren sein? Es ist Juli, es ist Hochsommer. Wir haben, sehe ich, irgendwie um 20 Grad. Mal 20 Grad. Droht zu erfrieren. Bei 20 Grad, Freunde, bei 20 Grad. Verstehe ich nicht. Die Leute, verstehe ich alles nicht. Bei 20 Grad sind die im Abnehmen immer. Droht zu erfrieren. Freunde, 20 Grad hier, das habe ich, ne? Das haben, ne, in meinem Schlafzimmer im Winter habe ich unter 15 Grad. Das ist, ne, da bin auch nicht am Abnehmen hier, ne? Und ich habe nicht so ein dickes, schönes Fell wie ihr. Das ist ja unfassbar hier. Also ich glaube das ja gerade gar nicht. Ne? Das ist ja, so, aber die Pflanzen, das freut mich, dass die Pflanzen hier zumindest halbwegs gut drauf sind. Wir müssen sie auf 100 kriegen, ne? Das sind natürlich die jetzt, ne? Zur Not müssen wir die verbimmeln, nur ich weiß nicht. Also es ist ja so, hier soll ja ein neues Lebensreservoir für die aufgebaut werden. Aber, ne, ihr seht ja selbst, wie aufwendig das ist hier halbwegs. Oh, was ist mit dir, Freund? Du bist zu sehr im Wasser wahrscheinlich. Das Wasser ist zu tief für mich. Okay, danke. Wie soll das denn gehen, wenn da mal irgendwie, wenn ich nicht mehr da bin, wenn die, sagen wir mal, Kampagne zu Ende ist? Wer kümmert sich dann hier, das überleben die keine 10 Wochen? Dann sind die alle weg. Hier von wegen, ne? Okay, jetzt sind noch Tiere auf, 70, ganz kurz mal gucken hier, was nimmt denn da noch aktuell ab? Ja gut, das sind die, ne? Das Problem ist nur, die kann ich nicht wegreißen, weil da fressen die halt echt super gerne von, ne? Und die kann ich erst abreißen, wenn wir hier, sagen wir mal, tiertechnisch auf die 100% zugehen. Denn sonst ist es... Aber ey, Freunde, das ist Juli, ihr seid hier am Abklappern. Ja, ey, kleines Nashorn, ey, ihr Süßen, ihr beiden. Was ist denn hier so das Problem? Freunde, ihr habt hier mit 20 Grad, du hast einen dicken Panzer. Das verstehe ich nicht. Ja. Hilfe, ich friere. Ja, ich darf ja leider keine, ne? Das ist nicht. Droht zu erfrieren, ja toll. Ich darf nichts bauen. Was soll ich machen? Ne? Das ist Evolution, ne? Zahlen und fröhlich sein, ne? Wieder, ihr schafft das oder ihr schafft das nicht. Wie du jetzt auch hier, du kleines Erdmännchen. Ich erfriere. Wimmel ich dich mal. Herr Freunde, geschlechtsreif. Ja. Poppen geht immer, ne? Genau. Poppt euch warm, Freunde, ne? dann friert er auch nicht, ne? So, okay. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen hier rumgucken, ne? Wenn ich wenigstens einen Zaun bauen könnte. Ich kann einen Zaun nur aus diesen Dingern bauen. Aber dann müsste ich die alle einkreisen und dann ist die Freiheit eingegrenzt. Und ich bin doch ein freiheitsliebender Mensch, Freunde, aber... Na gut, wenn die alle wild rumlaufen, dann, ne, gibt es nur die Option verkaufen. Wir müssen mal ganz gut... Wie stehen wir denn jetzt hier aktuell? Wir haben... Gut, der droht zu erfrieren, das ist auch schade. Wir haben keine 20 Erdmännchen, wir haben 17 Erdmännchen. Na gut, okay, das kriegen die aber hin. Na, denen ist eh kalt, ne? Wir haben nur... Kakteen, wir haben zu wenig Kakteen. Habe ich denn eine Kakteen verkauft? Moment, jetzt mal ganz kurz hier gucken. Wo waren nochmal unsere Kakteen? Da sind sie. Ne, das ist, ne? Genau, da muss ich ja nochmal eine von kaufen. Wieso habe ich denn da eine für... Okay, Moment, Kakteen, denke ich mal, sind hier irgendwo, ne? Strelitze. Ja, erfrieren. Ich kann es leider nicht ändern. So, wo war denn das mit den Kakteen? Sehe ich hier irgendwo Kakteen? Da. Ah.
Okay, dann haben wir das Orgelkind. Okay, dann fehlen aktuell nur noch die Erdmännchen. Alle Tiere müssen 100%. 100%. Ja, danke. Gut, die Erdmännchen, die machen das schon. Da bin ich fest von überzeugt. Jetzt bist du auch schon wieder am Abnehmen hier. Wir machen schön Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras. Ihr auch. Freunde, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn je schaffen? Jetzt müssen wir, was können wir denn so an Tieren noch verkaufen? Irgendwo einen großen Überschuss. Die Nilpferd nur eins. Erdmännchen sind noch zu wenig. Gazellen können wir mindestens 10 verkaufen. Gazellen. Gnus können wir ganz viele von verkaufen. Ja, wisst ihr was, Freunde? Die Gnu-Kühe, ne? Hilfe, ich friere. Weil die fressen natürlich auch viele Blätter und so, ne? Und das ist natürlich auch jetzt, sagen wir mal... Wie soll ich sagen? Wir dürfen ja nicht so viele von diesen komischen Blättern machen, weil, ne, ihr wisst das ja, ne, das ist, die müssen wir irgendwann verbimmeln, weil, ne, wir müssen dann die Pflanzen auf 100% kriegen. Und das ist ja nun mal so eine Sache. Deswegen verkaufe ich jetzt hier mal ein paar Gnühekühe. Gnühekühe verkaufen. Ja. So. Okay, zur Not kaufen wir noch welche nach, wenn es zu wenig, aber ich glaube... Das sind so viele, die haben so Tiere, die haben mehr gepoppt als die Erdmännchen, da bin ich ehrlich. Was haben wir jetzt hier? Moment, Gnus. 48, 47 von 30. Ja, das Problem ist ja auch irgendwie hier ein, wir gucken jetzt mal ein paar Ausreißer hier finden. Weil die fangen ja mal an zu brauchen. Ich will zu meiner Einheit, verdammt, wo ist meine Einheit? So, Glückwunsch, Gazellen. Okay, müssen wir mal gucken. Jetzt gucken. Ey, ist das schon wieder abge... Das ist doch... Das darf doch nicht wahr sein. Von jetzt mal ohne Scheiß. Wie kann denn sowas so schnell versteppen? Ne? Wir haben jetzt... ein paar Monaten ist das komplett weg, das ganze Scheiß-Savannengras. Ist unfassbar. Ich bin hier echt nur am Savannengras am Streuen, ne? Ich komme hier vor wie der Streumeister hier, ne? Ist unfassbar. Ja, bin ich ehrlich, das ist ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass dann Sarah mir hier ein paar Tipps gegeben hat, aber es ist August und die sind noch hier was voll am Abklappern, ne? Es ist 20 Grad. Ja gut, ich meine 20 Grad ist jetzt nicht warm, aber frieren? Mit einem Fell drauf? Sag mal, Kollege, können wir drüber reden? Kollege, das ist so irgendwie, das ist... Erfrieren, Freunde. Tschüss. Droht zu erfrieren. Dann gehst du nicht baden, dann erfrierst du auch nicht, Kollege. Okay, die Pflanzen sind jetzt auch schlecht drauf. Hier schon wieder alles, das ganze Savannengras ist schon wieder weg. Droht zu erfrieren, ja, super. Dann droh nicht, dann erfrier endlich, verdammte Scheiße. Das war natürlich nicht ernst gemeint, aber Mann, ich weiß nicht, wie ich dagegen angehen soll. Oh Gott, das habe ich hier, verdammt, den, das darf ich nicht machen. Hier, so, Zim. Mann, wie soll ich denn darauf klarkommen, ey, Freunde? Jetzt mal ohne Scheiß, ich bin hier nur am Savannengras am Streuen. Hier, schon wieder alles weg. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Lalalalala. Mir alles wieder weg. Der ganze Scheiß ist schon wieder weg. Savannengras, wir machen mit Gewalt Savannengras. Lal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 a. Ich habe ja auch gedacht, so, wenn ich das ein bisschen großflächiger verteile, dann steppt das nicht so schnell zu, aber... falsch gedacht. So, Erdmännchen Geschlechtsreich. Genau, popp dich ein bisschen was zusammen, ne? Das macht warm, das macht gute Gedanken und ne, dann bist du auch nicht mehr am Frieren. Gnuku, ja, die müssen wir leider sofort verbimmeln. Das nützt alle nichts. Du willst spielen? Ja, komm hier. Leider muss ich dich verkaufen. Wumm.
So, Pflanzen. Pardon. Wir sehen noch ein bisschen unser Wannengrassträume. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Freunde. Ich weiß nicht, wie ich das packen soll. Hallo, Savannengras. Ich bin hier am Savannengras drücken und das klappt nicht. Was hat für ein Scheiß hier? Moment, hier die Kaktüsse, ne? Kakteen nennt man, glaube ich, ne? Kaktüsse, ne? Hallo. Ach du Scheiß, jetzt habe ich das hier drüber gestreut. Moment, jetzt ist mir ganz so ein großes Schlamm. Das war Schlamm, ne? Hier, Schlamm, 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 Schlamm. Die wollen ja, glaube ich, Schlamm haben, ne? Droht zu erfrieren. Wo, Kollege, wo bist du? Ah, Savannengras. Droht zu erfrieren. Gnukalb. Aha. Zepp. Ja. Ich weiß aktuell, ehrlich gesagt, nicht so wirklich, was ich machen soll. Denn... Zebrasse, hier wieder Savannengras. Moment, Savannengras. So, Savannengras, Sim. Savannengras. Mann, 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 Mann. Ich komme da gar nicht gegen an. Jetzt guck ich mal, es ist alles schon wieder weg. Ah, das ist ein bisschen albern, Freunde. Ihr seid nicht böse, aber ne, das ist... Das ist echt ein bisschen lächerlich, dass ich hier nur wie so ein... Habe ich jetzt diese Savannengras? Ne, habe ich anscheinend nicht. Hm. Gut, die Pflanzen sind auch schon wieder auf 93. Die Tiere, ja, es ist, die frieren nur ab. Wieso seid ihr nur am Frieren? Es ist Januar, Mai, ihr seid nur am Frieren. Ist das denn vielleicht ein Bug, Freund? Ist mal ohne Scheiß. Genug Uhr hat Nachwuchs bekommen. So, dann verkaufe ich dich gleich. Ohne Scheiß, Freunde. September 20 Grad, ihr seid nur am Abklappern. Aber dass wir so lange hier rumgefroren haben, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das ist dann möglicherweise echt ein Bug. Ja, Erdmännchen kann ich aktuell nicht verkaufen. Denn da brauchen wir noch welche von. Ey, aber... Freunde, wir haben 20 Grad. Ihr könnt hier nicht erfrieren. Das geht einfach nicht. September. Okay, ich glaube, ich habe angefangen mit der Aufnahmesession, da war, glaube ich, Juni. Juni, Juli, August, September. Die sind jetzt 4 Monate am Durchfrieren. Das ist ja unfassbar. Ich meine, bei 20 Grad mit gelegentlichen, pardon, Aktivitäten, ne, friert man nicht unbedingt. Vielleicht ist deswegen die Population so stark hier überbevölkert. Das ist, frieren soll hier nicht, friere, Schuss, jetzt nicht mehr, Zim. Ja, die Erdmännchen darf ich nicht verkaufen. Da fehlen uns noch ein paar von. Okay, hier auch nochmal Savannengras. Mann, 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 ey. Hier großflächig. Ich mach's großflächig drumherum, aber es veräppt trotzdem. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Immer wieder Savannengras. Auf jeden Fall sind unsere Jumbos hier nicht mehr was am Verhungern, ne? Das ist schon mal eine gute Sache, ne? Der Kleine hat Hunger, ne? Pass mal auf, Kollege. Wie viel, ganz kurz mal gucken. 5 Nase, wir haben 7. Leider, tschüss, mein Freund, ne? Du hast dich da verlaufen. Das ist schade, das ist, ja. September, okay, sind immer noch mal am Frieren. Wann fangen die denn mal an aufzutauen? Wann fängst du denen an zu warm zu werden? September, okay. Ja, bin ich ehrlich, Freunde. So aktuell, ne, bin ich ein bisschen ratlos, ne? Ich meine, das Sansara-Kind hat gesagt, ne? Das geht irgendwie, die hat das auch geschafft mit der Kampagne hier, ne? Aber, ich meine, wie lange sitzen wir jetzt hier schon dran an der Kampagne? Doch schon ein bisschen länger, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Inselfolge das schon ist, ne? Aber... Ja gut, aber die Pflanzen gehen auf 94 hoch, die Tiere sind auf 70. Na, dann kommt natürlich jetzt der Frostbonus dazu, ne? Das weiß ich nicht, wie viel Prozent das ausmacht, ne? Kind, wie viel Gazellen haben wir? Gazellen im Überfluss, ganz kurz mal gucken. 5 Gazellen, 15, wir haben 26. So, du frierst jetzt nicht mehr länger.
Süße, du auch nicht, du frisst auch nicht mehr länger, ne? Tschüss. Da müssen wir ein bisschen ausdünnen, weil, ne, natürlich auch immer Nahrungsknappheit und so, ne? Ja, wir haben jetzt Gazellen immer noch. Ja, das ist okay. Zim, ihr habt hier sowieso nichts verloren, Freunde. Dann verbinden wir das mal. Dass ich jetzt hier noch tatsächlich die Tiere mehr oder weniger nehme, die dann auch. Warte mal, das ist ein Flusspferd. 15 und 16, okay. So, Kollege, dann haben wir erstmal, ne? So, jetzt hier schon wieder, das ist. Oh, fuck. Es macht viel Spaß mit Savannengras. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles geschrieben und gesungen habe zum Savannengras. Ich glaube, es heißt auch eine Folge, nur Spaß mit Grasen, aber das Ding ist halt, ich weiß nicht, es ist irgendwie ein bisschen, ist das ja ein Monoton, ne? Ja. Und es ist. Droht zu erfrieren. September, 20 Grad. Alles ist hier am Abjammern. So, wir gucken nochmal ganz kurz, was haben wir jetzt hier im Überfluss? Was? Okay, wir haben einen Nashorn über, wir haben genauso viele Tiere, wie wir brauchen. Nilpferde haben wir auch so viele, wir brauchen. Erdmännchen müssen noch nachpoppen. Gazellen können wir noch knapp 5 verkaufen. Gnus können wir auch noch 5 verkaufen. Gnus, ne? Wo ich gerade dich da so erwähnt habe, Kollege, ne? Okay, Gazellen. Die schnellen Gazellen werden auch noch viel schneller verkauft. So, das ist hier nochmal erfrieren. Meine Fresse, das darf doch alles nicht wahr sein hier. Jetzt ist Oktober, jetzt ist es 21 Grad. Ist denn jetzt hier die Friererei endlich vorbei? Freunde, 21 Grad. Mehr hat man normalerweise nicht. Mehr braucht man nicht. Oder bist du jetzt hier echt abgebackt, Freunde? Das kann ja auch ein Bug sein, ne? Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, 21 Grad, ne? Ist jetzt nicht wirklich eine Wahnsinnstemperatur, ne? Aber, Freunde, mit 21 Grad geht ihr nicht im dicken Wintermantel spazieren. Oder sehe ich das falsch? Ne, und die haben ja alle Fell meistens, ne, und sind hier am Abjammern. Das kann doch nur ein Bug sein, Freunde, oder? Jetzt sind die hier wieder am Abjammern. Ah, jetzt ist es auf jeden Fall warm. Okay, den Pflanzen ist jetzt zu warm. Wenn jetzt den Tieren auch zu warm ist, ist es ein Bug. Zu kalt, ne. Okay, Tiere haben sich irgendwie gut, ich mache jetzt mal hier auf Pause, liebe Leute. Gut, okay. Also Oktober geht das hier mit dem Winter wohl los. 31 Grad sogar, habe ich jetzt mich sogar verguckt. Das heißt, vom September, Oktober gibt es einen Temperatursprung um 10 Grad. Das Problem ist natürlich, jetzt sind, okay, meine Pflanzen sind aktuell auf 100%, nur, ja, ich bin sehr skeptisch vorne. Und dich verbümmel ich hier nochmal, zim, zam, zum, klim, ja. So, dich auch, du bist einsam, zim, zam. Gut, dann sage ich jetzt mal, oh Gott, wie viel haben wir noch? Immer ganz normal, Gnus. Wir dürfen noch 8 verkaufen. Okay, dann verkaufe ich dich auf jeden Fall noch. Jau. Dich verkaufe ich auch noch. Jau. So. Meine lieben Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao. Mal gucken, wo das hier nächstes Mal irgendwie rocken. Die Prozente sehen das ganz, gar nicht schlecht aus. 94 und 100. Das lässt hoffen. Meine lieben Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao. Sagt euer Spielkind. 45 Inselbewohner.